So, jetzt habt ihr über ein Jahr auf diesen Moment hingearbeitet, Marco. Wie geht's dir gerade? nicht mehr ganz so aufgeregt wie gestern, aber freue mich. Ist es wirklich, also bekommt man jetzt halt auch schon ein bisschen Routine auch im Lorelei-Spielen? Wie ist es bei dir, Kai? Nee, Routine nicht. Gar keinen Fall. Also, ich meine, ihr kriegt doch keinen Durchfall mehr oder sowas. Oder passiert sowas auch noch? Wir trinken mal etwas Sekt vorher, dann geht's. Aber im Backstage oben riecht es nach Durchfall. Also, ich weiß nicht. Wer war's? Wer war's? Die Crew war's. Im Zweifelsfall war es immer die Crew. Micha, wirklich für dich jetzt nochmal. Wenn du mal nach hinten blickst, siehst das Zelt halt der Lorelei. Klar, gestern habt ihr das halt schon mal erlebt. Aber was macht dein Herzschlag jetzt gerade? Wie ist bei dir? Im Moment ist eigentlich ganz gut. Ich habe nur Angst, dass ich Texte vergessen. Das ist sowieso so eine Sache. Also ich bin erstaunt. Also Micha ist ja nur schon Ü50, kann man sagen. Ne? Echt? Also wie der das hinkriegt, so eine Veranstaltung, sich diesen ganzen Mist zu merken. Also unfassbar. Du kannst ihm doch so fliehen, oder? Nee. Ein oder andere Mal schon geholfen, muss ich sagen. Basti auch. Ich habe genug mit mir zu tun. Aber es gab tatsächlich eine Situation, da kam Micha mal nach hinten, piefige die erste Strophe. Und ich war selber, dachte ich, irgendwie willst du dem jetzt helfen? Und es ging nicht, wa? Und kurz bevor Micha Kehrtwendung gemacht hat und gedreht hat, ist es mir eingefallen und die Situation war gerettet. Das ist postmotorische Wahrnehmung, würde ich mal sagen. Specki, du hast hinten ja eigentlich den besten Blick auf Publikum und auf die ganze Band. Beschreib du mal wirklich, was du da erlebst, wenn ihr hier auf der Bühne steht. Es ist schon ein Wechselbad der Gefühle. Weil eben so viele Eindrücke von außen kommen und diese Wand, gegen die man hier spielt, ist ja eigentlich das Beeindruckende für uns alle. Also das spreche ich, glaube ich, für uns alle. Wenn man da so über die Bühnenkante schaut und dann dieses arenenmäßige, weite Amphitheater-Ding, ist schon wirklich Wahnsinn. Und was erlebt man? Schweiß, Lautstärke, Feuer. Schwitzt du? Ja, ab und zu mal Sub um mich rum, wo ich hinschaue, Sub um mich rum. Nein. Nee, ist alles gut. Also sehr spannend und macht immer wieder Spaß. Und die Lorelei ist einfach der beste Ort, den wir hätten wählen können. Und wir sind, glaube ich, echt froh, dass wir jetzt das auch so hier durchziehen. Ja. Boris, wie ist es für dich? Kannst du es genießen? Also konntest du es gestern Abend genießen und freust du dich auf heute? Ich war tierisch aufgeregt gestern. Heute bin ich wesentlich entspannter, weil alles super gelaufen ist. Wir hatten zwei wunderschöne Tage und wunderschönes Wetter. So, und ich kann das sehr genießen. Und ich bin wahnsinnig stolz auf meine Kollegen. Auf die ganze Crew, auf unsere ganzen Fans. Und das ist schon ein Highlight. Also wirklich. Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Ja, wir müssen kurz nochmal auf 20 Jahre wirklich nochmal eingehen, ja. Micha. Ich meine, als du die Band halt gegründet hast und jetzt stehst du hier und ihr verkauft zweimal hintereinander jetzt hier die Lorelei halt aus mit 12.500 Fans. Das muss doch für dich unfassbar sein. Ich glaube, das ist für uns alle eine Genugtuung. Ich meine, ich habe zwar die Band gegründet, aber jeder hat ja nur seinen Teil dazu beigetragen. Ne? Und, damit hätte natürlich niemand gerechnet. Wir wussten auch vor 20 Jahren gar nicht, ob wir mal überhaupt noch auf der Lorelei den Fuß draufsetzen werden. Ob wir es so geschafft haben, weiß man nicht. Ich bin wirklich mehr als glücklich. Ganz einfach auf den Punkt gebracht. Das muss man anerkennen. Man hat es gestern gesehen. Also ich habe das erste Mal gesehen, dass Micha, bevor er auf die Bühne ist, der ist ja sonst immer nervös und nervt alle Leute rum. Ne? Und gestern war der erstaunlich ruhig und hatte feuchte Augen. Ja, wie auch, oder? Freude. Ja, ja. Du vom Saufen. Was? Feuchte Augen beim Saufen. Was ging erst los? Live-Spielen bisher erlebt und was wird heute Abend passieren? In den letzten Jahren meinst du? Nee, also jetzt erstmal, also ich Lorelei. Meine, jetzt Lorelei, gestern Abend und... Hat total Spaß gemacht, war super, wir waren natürlich super nervös, aber lief eigentlich alles ganz gut. Heute spielen wir ein anderes Set, mal gucken, was kommt. Aber ich denke eigentlich, wir werden genauso viel Spaß haben wie gestern. Hoffe ich zumindest. Also ich sag mal, heute spielen wir ja eigentlich eher dein Set, ne? Weil die letzten 10 Jahre. ich bin ja auch schon 15 Jahre dabei, 16 Jahre, weiß ich nicht. Mein Set, nee. Also gestern war es auch gemischt. Ich mach jetzt den Partypooper. So, da ist der Manager Chris und der sagt jetzt, Ben muss auf die Bühne, ja? Ja, die müssen hoch. Sehr dann schön, dass ihr da seid. Viel Spaß euch. Aber jetzt könnt ihr gehen. Jetzt ist für euch Feierabend. Hey Peter, es muss dir gefallen lassen jetzt hier.